So, wir wollen heute üben mit dem langen Band. Ich habe jetzt mal zwei lange Bänder. Ich hatte die ursprünglich selber zugeschnitten, aber eigentlich ein bisschen zu kurz. Also hier mal der Tipp, wer sich ein neues Band kauft, wo ich mal 4 Meter nehme, ja. Weil wenn wir 3 Meter haben, dann bleibt ja nur 1,50. Das ist wahrscheinlich hier noch kürzer. Ja. Also es ist immer gut, wirklich bei den langen Bändern lange Bänder zu haben oder zwei. Theoretisch könnte man die auch zusammenknoten. Dafür habe ich mich jetzt noch nicht entschieden, aber man kann sich auch ja beide draufstellen und auch so nutzen. Aber wir starten natürlich erst einmal mit der Lockerung des Schultergürtels bzw. des ganzen Körpers. Komm einmal locker ins Hüpfen oder Federn. Tu mal so, als hättest du richtig gute Laune. Beim Hüpfen und Federn kommt schon unser Lymphsystem in Gang. Wir kräftigen den Beckenboden und lockern Verspannungen im Rücken- und Nackenbereich. Wir wollen dann in etwas breiterer Gerätstellung stehen bleiben, damit wir wirklich sehr gut stabil sind in unserem Stand. Leicht gebeugt schieben wir die Knie nach vorn, damit wir den unteren Rücken nach hinten herausschieben können und Hohlkreuzposition vermeiden. Und mit kräftiger Ausatmung schieben wir unsere Fußsohlen in den Boden. Einatmen und ausatmen, die Fußsohlen in den Boden schieben. Steh dabei Schultern und Schulterblätter nach hinten unten und nimm die Hände flex, als wenn du mit den Handflächen auch in den Boden oder Richtung Boden schiebst. Eine kräftige Bewegung. Einatmen, wir strecken uns, nehmen die Arme nach oben, so als wenn wir Schwung nehmen und ausatmen. Die Hände mit den Handflächen nach unten schieben und die Füße in den Boden schieben. Der Beckenboden zieht nach oben innen, der Bauch zieht flach, der untere Rücken schiebt nach hinten heraus, als wollten wir uns im nächsten Moment auf einen Stuhl setzen. Und dann bleib einmal in der tiefen Position, schieb nochmal rechts und links mit den Handflächen Richtung Boden. Der Oberkörper bleibt dabei ganz aufgerichtet, dass du die Streckung im vorderen Schulterbereich spürst. Leicht gebeugt in den Knien hast du den unteren Rücken nach hinten herausgeschoben, so als wolltest du mit dem unteren Rücken einen Buckel machen. Das Kinn hast du zur Brust gezogen, den Nacken lang. Und du stehst fest, also du spürst deine Hüfte in einer stabilen Position und ab der Hüfte aufwärts, diese seitliche Bewegung in der Taille und spür mal, wie sich hier die Dehnung über die Seite in die Hüfte schiebt. Immer wieder mit der Handfläche Richtung Boden schieben, so als wäre es anstrengend, als wäre die Luft heute besonders fest, wenn wir die zusammendrücken. Und wir bleiben in der Position, kleine federnde Bewegungen in den Knien, aber die Füße, die Fußsohlen bleiben fest verwurzelt, die Zehenspitzen zeigen nach vorn. Schultergürtel lässt du mal locker. Und du hast das Gefühl, dass du ab den unteren Rippenbögen jetzt hier ganz stabil bist. Kannst beginnen, die Arme locker zu kreisen. Nimm dafür die Arme von unten über vorn nach oben, hinten. Lass die Ellenbogen gebeugt. Also die Arme wirklich in der lockeren Position, lockeren Haltung, dass du erst einmal schauen kannst, wie gelingt denn jetzt hier das Kreisen? Ist es gleichmäßig beweglich in der Schulter? Zieht es irgendwo? Knackt es irgendwo? Mach so sachte, dass du ein gutes Gefühl dabei hast. Und wenn du irgendetwas bemerkst, beobachte, wie es sich im Laufe der Rotation verändert. Mit den Knien gehst du jetzt schwungvoll ein bisschen nach vorn.
lässt das Kreisen kräftiger werden, wenn sich alles gut anfühlt. Beachte, dass du die Schultern immer nach hinten unten ziehst, weit in die Streckung. Also der hintere Halbkreis ist der wichtige, der vordere Halbkreis dient dem Schwung holen. Und wenn sich alles gut anfühlt, dann kannst du das Tempo verdoppeln. Hier brauchst du die ganze Rumpfspannung, auch Beckenboden, auch Muskulatur wird super trainiert. Beckenboden zieht nach oben innen und den Schwung holst du immer noch über die Knie. Lässt du die Arme wieder locker, einmal baumeln. Lass die Kniekehlen ganz gestreckt und der Oberkörper geht nach vorn tief. Mit einem Stoßseufzer lässt du die ganze Luft herausplumpsen. Bei der tiefen Einatmung spürst du, wie die eingeatmete Luft die Schulterblätter auseinanderzieht, wie du in den Brustkorb hineinatmest und in den Rückenbereich. Mit der Ausatmung lässt du locker und lässt alle Spannung herausfließen. Die Kniekehlen sind ganz gestreckt und den Afterschließmuskel hast du kräftig nach oben innen gezogen, während Kopf, Schultern und Arme ganz locker hängen. Tief durchatmen. Bauch und Beckenboden ziehen wir ein und rollen uns mit dem unteren Rücken beginnend Wirbel für Wirbel nach oben auf. Die Kniekehlen sind noch gestreckt. Die Füße flach und breit auf dem Boden aufgesetzt. Beobachte einmal, was deine Füße tun. Sind die wirklich gleichmäßig locker, entspannt, fest im Boden? Da auf dem Boden. Aufgerichtet streckst du die Hüfte mit der Gesäßspannung und lässt wieder mit tiefer Atmung die Schultern und Schulterblätter nach hinten unten sinken. Ja, in diesem Fall ist die Atmung mit geöffnetem, lockerem Mund. Das heißt, du atmest tief ein durch die Nase, wenn du die Schultern und Arme hier nach vorn nimmst. Und dann atmest du oder lässt die Luft kräftig heraus. Ja, der Mund ist offen und du hast das Gefühl, du holst die verbrauchte Atemluft aus dem Brustkorb heraus, lässt alles heraus sinken. Das heißt, die Ausatmung ist, als wenn es kalt ist und du tauchst in deine Hände, weil dir die Finger kalt sind. Ja, dieses lässt du die Luft heraus. Schultern und Schulterblätter sind wieder nach hinten unten. Wir schieben die Knie nach vorn. Spür mal, ab welchem Moment du die Fersen vom Boden löst. Bauch, Becken, Boden eingezogen, Knie schieben nach vorn. Und der untere Rücken schiebt nach hinten heraus. In dieser stabilen Position bleiben wir wieder. Kleine federnde Bewegungen. Fußsohlen fest auf dem Boden. Bauch flach, Brustkorb flach. Beckenboden nach oben innen gezogen. Wir stehen wieder wie der Fels in der Brandung. Ab den unteren Rippenbögen. Fester Stand, fest verwurzelt. Jetzt wollen wir im Wechsel rechter und die linke Arm nach oben hinten kreisen. Achte wieder auf die Kreisrichtung. Die Arme gehen von nach oben, einmal rechts, einmal links und über oben nach hinten unten. Durch das wechselseitige Kreisen hast du gleich eine Bewegung im Rumpf mit dabei. Du stehst fest und ab der Taille aufwärts ist dein Oberkörper ja mit in die Bewegung integriert. Und mit jeder Kreisbewegung ziehst du Schulter, Schulterblatt in die Mitte des Rückens nach hinten unten. Spür einmal, wie angenehm sich der Nacken und Schultergürtel lockert und die Schulterblätter in die Mitte des Rückens nach hinten unten ziehen. Beobachte wieder, ob sich beide Schultern und Arme gleichmäßig anfühlen. Die Arme sind locker. Und dann, wenn alles okay ist, kannst du das Tempo wieder verdoppeln. Du brauchst also hier wieder eine feste Muskelspannung, einen festen Stand. Und es ist auch ein super Bauchmuskeltraining.
Ja, wenn du in einem schnellen Tempo kreisen willst, dann kann dein Körper nicht schummeln. Du brauchst die Spannung im Bauch, vor allen Dingen auch die schräge Bauchmuskulatur. Du brauchst die Spannung im Beckenboden und lass die Arme wieder locker. Nimm die Arme nach vorne oben und wirf sie einmal schwungvoll nach hinten unten. Tief durchatmen. Lass den Oberkörper mitgehen. Heftig. Hier ist die Ausatmung. Heftig durch den schmalen Mund. Also, die, oder? Ein bisschen wie Pfeifen, ein bisschen mehr geöffnet als Pfeifen. Hast du den Mund hier? So, als wenn du deinen Mund zu einem O formst oder eine Trompete. So, locker lassen. Nutze noch einmal diese Position für die seitliche Mobilisation. Das heißt, wir sind eben in der breiten Position der Füße noch. Lass einmal dein Körpergewicht auf die Fersen und einmal auf die Zehenspitzen. Gleiche das mit der Bewegung in den Knien aus, wenn du auf die Fußballen gehst, dass du die Knie nach vorn schiebst. Wenn du auf die Fersen gehst, streckst du die Knie etwas mehr, Bauch, Beckenboden eingezogen, Oberkörper ist nach vorn gerichtet. Mit den Armen kannst du dich ausbalancieren oder die Hände aufstützen oder die Hände locker hinter dem Rücken haben. Sehr schöne Übung hier für die Balance, fürs Gleichgewicht, für die Fußbeinmuskulatur und der Beckenboden ist mit dabei. Einmal auf den Fußballen, einmal auf die Fersen und ausgleichen über die Bewegung der Knie. Wir wollen in dieser Position bleiben. Leicht gebeugte Knie, unterer Rücken schiebt nach hinten heraus. Wir lassen die Arme in der Außenrotation so. Als wenn wir sagen, tada, hast du die Arme geöffnet und gestreckt, die Daumen zeigen nach hinten außen und hier gehst du über die Seite, hast den Brustkorb geöffnet, fester Stand, Bauch, Beckenboden eingezogen, breite Fußstellung, leicht gebeugt in den Knien, unterer Rücken nach hinten herausgeschoben, Brustkorb flach, Schulter geöffnet, Krönchen sitzt und geh einmal nach rechts, einmal nach links herüber. Und wenn da immer noch Verspannungen im Rücken oder im Iliosakralbereich sind, dann kann das hier auch nochmal knacken. Wenn sich das löst, wenn sich die Verspannung löst. Tief durchatmen, erfülle dich mit Wohlgefühl. Mit Wohlgefühl, diese Atmung ist so, du atmest ein. Und sagst so, oh, ist das schön. Ja, kannst ein schönes Bild auch vor dir sehen oder kannst einfach in deinen Körper hineinspüren. Ach, fühlt sich das jetzt gut an. Ich habe die Spannung im Beckenboden, das ist mein Energiezentrum. Ich habe den Brustkorb flach gezogen, dann ist die Mitte meines Rückens unterstützt, also im Bereich Brustwirbelsäule. Und die Schultern sind geöffnet, das heißt, ich kann gut Luft holen. Kann gut entspannen, weil der Nacken nach hinten unten zieht. Ich kann klar denken. Und ich mobilisiere Verspannungen über die Seite hier und werde immer lockerer und energiereicher. Komm zur Mitte zurück. Noch einmal locker von einem Fuß auf den anderen. Locker, locker, locker lassen. Und dann wollen wir als nächstes das lange Band dazu nehmen. Hatte es schon erwähnt, habe auch mal zwei lange Bänder. Das ist vielleicht auch eine Anregung, beziehungsweise wirklich ein Band zu kaufen, was 4 Meter lang ist, damit es ausreicht. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier mittig auf das Band stelle, reicht das bei mir jetzt nur bis hier. Das ist soweit ganz okay. Check mal, wie das bei dir ist. Besser ist, wenn das noch ein bisschen länger ist, damit wir hier auch etwas mehr Spielraum haben, wenn uns das hier nämlich von der Bewegung her noch
recht anstrengend ist. Das heißt, wir haben wieder unsere Grundposition, leicht gebeugt in den Knien. Hüftbreite Position haben wir jetzt in den Füßen und die Arme lassen wir gestreckt, einmal nach vorn und einmal nach hinten gehen. Achte darauf, dass du mit den Händen etwas tiefer bleibst, als die Schultern sind, wenn du nach vorn gehst, dass die Schultern nach hinten unten ziehen, egal ob du die Arme nach vorn oder nach hinten nimmst. Hin zur Brust, Nacken lang, Schultern, Schulterblätter nach hinten unten gezogen. Und du spürst, dass du immer komplett über den Rumpf die Stabilisierung brauchst, um die Arme hier etwas unter Last zu bringen. Die Handrücken zeigen nach außen. Und stell die Länge deines Bandes so ein, dass du hier die Anstrengung spürst, aber gut vom Körper her koordinieren kannst, dass du nicht irgendwas machen musst, wo du das Gefühl hast, da mischt sich jetzt der Nacken ein. Du hast den Überblick und entscheidest über deine Übung und über dein Leben. Einmal locker lassen, bleiben dann aber noch in der gleichen Position. Lass einmal die Schultern locker kreisen, das heißt, du ziehst die Schultern locker nach oben, dann nach hinten und nach hinten unten. Leicht gebeugt in den Knien, Grundposition einnehmen, Bauch, Becken, Boden einziehen, unteren Rücken fest zum Boden und die Schultern. Schulterblätter sind in der hinteren, unteren Position und die Schulterblätter werden bei der Bewegung auch noch weiter nach hinten unten in den Rücken gezogen, wenn du wechselseitig mit gestreckten Armen das Band ziehst und die Hände bleiben etwas tiefer als die Schultern. Alternativ, wenn wir ein langes Band haben. Also wenn du ein langes Band hast, ich nehme jetzt mal zwei Bänder und ich werde mal ein schönes langes Band raussuchen und dann auch den Link einmal veröffentlichen und unten in die Beschreibung beim Video habe ich dann den Link rein für ein schönes langes Band hier. Ich mache es jetzt mal alternativ, die Schummellösung. Du kannst natürlich erstmal in der Bewegung bleiben, aber schon mal als Beispiel, wenn du ein langes Band hast, kannst du hier zum Kreisen übergehen. Ganz langsam. Ein Arm geht vorn, ein Arm geht hinten nach oben. Wenn du kein langes Band hast, kannst du jetzt einfach diese Bewegung auch mal ohne Band machen, weil du hast ja trotzdem das Gewicht der Arme. Ein Arm geht vorn, ein Arm geht hinten nach oben, die Arme sind gestreckt und durch die zusätzliche Belastung des Bandes schieben die Schultern und Schulterblätter nach hinten unten in der Mitte des Rückens, in die Mitte des Rückens. Ja, und das Gewicht der Arme tut ja dasselbe, das Band verstärkt das nur ein wenig. Also ohne Band kannst du diese Übung machen. Ein Arm geht nach oben. Von nach oben, ein Arm geht hinten nach oben. Oben treffen sich die Arme. Der von hinten kommt, geht nach vorn weiter. Der von vorn kommt, geht nach hinten weiter. Und wenn du die entgegengesetzte Richtung machst, dann einfach von oben einen Arm nach vorn und einen Arm nach hinten sinken lassen. Immer mal wieder achte darauf, dass du in den Knien gebeugt bleibst, damit du den unteren Rücken nach hinten herausschieben kannst. Noch drei Runden. Zwei noch.
Und die letzte. Und locker lassen. Nächste Runde wieder mit Band. Auch wenn es ein kürzeres Band ist, gar kein Problem. Die Position erkläre ich etwas genauer. Du kommst in eine leichte Schrittstellung, den linken Fuß hast du nach vorn gesetzt und mit dem linken Fuß stellst du dich auch auf das eine Ende des Bandes. Der rechte Fuß ist nach hinten. Und dann stützen wir uns mit dem linken Unterarm auf den linken Fuß. Das ist eine Position, die wir am Alltag dann einnehmen, wenn wir jetzt hier was zu tun haben, was vielleicht auch schwerer ist oder länger dauert. Und mit der rechten Hand haben wir das Ende des Bandes. Das kann jetzt ungefähr 1 Meter lang sein. Das probierst du gleich aus. Wenn du jetzt von vorne mit dem rechten Arm das Band nach hinten oben ziehst, ja, erste Bewegung und dann siehst du, muss das Band ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger sein. Du hast dich also mit dem linken Unterarm auf das linke vordere Bein oberhalb des Knies abgestützt, dass du dich richtig entspannt reinsinken lassen kannst. Und den Kopf kannst du locker hängen lassen oder schaust in den eigenen Ausschnitt. Hast hier eine gute Kraft und Stabilität und kannst jetzt mit dem rechten Arm das Band nach hinten oben ziehen. Die Spannung kommt also erst, wenn du nach hinten oben ziehst aufs Band und greif das Band immer gerne noch ein bisschen kürzer, wenn du das Gefühl hast, ach, da geht noch was. Der rechte Arm, der hier nach hinten oben wegzieht, nimmt Schulter und Schulterblatt mit nach hinten oben. Dadurch, dass du auf dem linken Arm oder mit dem linken Arm hier schön reingestützt bist, kannst du auch links Schulter und Schulterblatt in eine angenehme Position bringen, in die Mitte des Rückens nach hinten unten ziehen. Den Blick lässt du hier dem Arm nach hinten folgen oder schaust einfach unterm Arm nach hinten durch. Linkes Bein ist vorn, leicht gebeugt, rechtes Bein nach hinten. Und vor Kürze gerne immer noch mal ein bisschen das Band. Vom Gefühl her, wie viel Kraft hast du, wenn du hier nach hinten wegziehst? Bei mir ist das jetzt hier, ja, das sind höchstens noch 30, 40 Zentimeter. Ja, die Bänder haben natürlich eine unterschiedliche Spannkraft. Deswegen probier das immer selbst aus. Im Allgemeinen sind die Farben schon einer gewissen Spannkraft zugeordnet. Ja, das heißt, Rot ist ein etwas schwereres Band. Das ganz leichte ist meistens Gelb. Letzten Endes ist dann die Farbe aber doch auch wieder egal, weil wir uns nach unserer persönlichen Befindlichkeit und Kraft richten. So, wir wollen einmal wechseln. Merk dir nochmal die Länge des Bandes, mit der du gestartet bist und die du dann zum Schluss hattest. Stell das rechte Bein nach vorn, stell dich mit dem rechten Fuß auf das Ende des Bandes drauf, des Gummibandes. Schrittstellung, leicht gebeugt im vorderen Knie, stützt du dich ab mit dem rechten Arm, also hier Unterarm, Oberschenkel, mit dem linken Arm nimmst du wieder erstmal ein langes Ende vom Band, 1 Meter ungefähr, lässt den Kopf locker sinken, kannst mit der linken Schulter auch nochmal falten, um ganz sicher zu sein, dass du die linke Schulter und das linke Schulterblatt nach hinten unten gezogen hast. Und je nachdem, ob du Rechts- oder Linkshänder bist, ob du Einschränkungen an einer Schulter hast, vielleicht mal durch eine Überlastung oder durch einen Sturz, kann sich das sehr unterschiedlich anfühlen, welche Kraft und welches Gefühl der Belastung du jetzt beim nach hinten oben ziehen hast. Nimm das einfach nur wahr. Und greife gern immer noch mal ein bisschen kürzer.
aber ohne dich zu überanstrengen. Also geh jetzt nicht mit dem Ehrgeiz daran zu sagen, ja, mit dem rechten Arm, da hatte ich dann nur noch 40 Zentimeter, das muss der linke Arm jetzt auch schaffen. Wir bringen unser muskuläres Gleichgewicht etwas anders in den Körper. Wir machen einen zweiten Durchgang und richten uns dabei nach der schwächeren Seite. Du beobachtest einfach, dass du hier den korrekten Bewegungsablauf hast. Das rechte Bein ist jetzt von der rechte Unterarm auf dem rechten Oberschenkel abgestützt. Das Kinn ist zur Brust gezogen und der Blick kann dem hinteren linken Arm folgen oder unterm Arm nach hinten durchgehen. Ja, mach's gerne immer noch mal kürzer. Hast auch gerne die kürzeste Position, aber nimm auch wahr, wenn es für die linke Seite vielleicht zu anstrengend ist. Oder wenn die linke Seite noch kräftiger ist, dann kannst du natürlich auch noch ein bisschen kräftiger machen. Und im zweiten Durchgang machen wir dann beide Seiten mit der gleichen Belastung, das heißt mit dem gleichen Abstand des Gummibandes, egal ob die andere Seite stärker ist, richten wir uns nach der schwächeren Seite, damit wir muskuläre Dysbalancen ausgleichen. So, einmal locker lassen. Ich habe es also schon so weitestgehend erklärt. Wir machen den zweiten Durchgang und wählen gleich die Länge, die die schwächere Seite gut schaffen konnte, weil jetzt haben wir auch schon ein bisschen Muskelarbeit geleistet. Das heißt, wir müssen es gar nicht übertreiben, lieber ein paar mehr Wiederholungen. Bei mir wäre das jetzt eben nicht die Einstiegslänge von 1 Meter und auch nicht die Endlänge von 30, 40, sondern hier so im Bereich lockerer halber Meter. Ne? Der linke Fuß ist wieder vorn, rechter Fuß hinten. Rechte Schrittstellung, dass du dich hier so wohlfühlst. Könnte auch eine Startstellung beim Sprint sein. Bauch, Beckenboden, Beinmuskulatur, das arbeitet alles automatisch mit. Den Oberkörper können wir aber hier reinsinken lassen. Haben jetzt unsere gewählte Länge für die schwache Seite und ein bisschen Zugabe. Also das Band ein bisschen länger für die zweite Runde, weil wir schon eine leichte Muskelermüdung haben. Zum einen lässt du den Rumpf ganz angenehm gestreckt auf den linken Arm und die linke Seite sinken, lässt den Kopf locker hängen, den Brustkorb hineinsinken, Schulter an Schulterblatt schieben in die Mitte des Rückens nach hinten unten und die Bewegung des rechten Armes, das Strecken gegen den Widerstand des Gummibandes nach hinten oben zieht und schiebt auch immer Schulter und Schulterblatt in die Mitte des Rückens nach hinten unten. Zwei wiederholen. Und wir wechseln. Letzter Durchgang hier. Das rechte Bein ist vorn, steht auf dem Gummiband mit dem Fußball. Leichte Schrittstellung. Wir nehmen die mittlere Variante. Länge des Bandes war bei mir dieser reichliche halbe Meter, den auch der schwächere Arm gut schaffen kann. Zuzüglich leichter Muskelermüdung. Und wichtig, wichtig, wichtig natürlich immer. Hör auf deinen Körper. Das darf hier und da ziehen und sich angestrengt anfühlen. Du darfst den Muskelausdauerreiz spüren, dieses Brennen. Aber wenn du etwas spürst, wo dein Gefühl dir sagt, das fühlt sich jetzt nicht gut an, dann beobachte, mach vorsichtiger, mach langsamer und gegebenenfalls nimmst du Kontakt mit mir auf und wir schauen uns das gezielt nochmal an. Du lässt dich auch hier wieder schön erstmal auf die rechte Seite hineinsinken.
Rechter Ellenbogen auf den Oberschenkel abgestützt, Kopf hängt locker, Brustkorb ist locker reingesunken, du hast die Streckung im Rumpf. Und der linke Arm zieht immer mit der Ausatmung durch den schmalen Mund nach hinten oben weg. Und Schulter und Schulterblatt nach hinten in die Mitte des Rückens. Noch drei Wiederholungen. Dann lassen wir locker. Wir brauchen das Band gleich noch einmal, wollen aber kurz die Körperrückseite dehnen, indem wir in hüftbreiter Position unsere Füße aufstellen, uns nach vorn sinken lassen, Kopf, Schultern und Arme locker hängen lassen, die Kniekehlen sind ganz gestreckt. Tief durchatmen, spür das Gewicht der Arme, lass Hände, Arme, Schultern locker der Schwerkraft folgen, zieh den After-Schließmuskel kräftig nach oben innen, spann die Beinmuskulatur an, streck die Kniekehlen komplett durch, soweit möglich, spann das Gesäß an und roll dich mit dem unteren Rücken beginnend Wirbel für Wirbel nach oben auf. Lass das Gesäß unter Spannung, damit die Hüfte streckt. Lass die Kniekehlen ganz durchgestreckt. Und schieb die Hüfte in die Streckung, wenn du aufgerichtet bist. Setz die Hände hier am unteren Rücken einmal auf. Ganz wichtig, dass du jetzt nicht weiter zu sehr ins Hohlkreuz schiebst, sondern mit der Bauchmuskulatur den unteren Rücken unterstützt. Das sieht zwar trotzdem noch aus wie Hohlkreuzposition, wenn ich dir das jetzt so zeige, aber krasser wäre noch Hohlkreuz hier, ja, im Rücken. So, da brauchen wir nicht übertreiben. Wichtig ist die Streckung in der Hüfte, indem wir das Gesäß anspannen. Und hier kannst du gleich wieder gleichzeitig vom Gefühl her beide Beine nach außen schieben. Also mit einer Ausatmung durch den schmalen Mund schieben wir beide Beine nach außen, so als wollten wir mit beiden Beinen nach außen weggehen. Spannen das Gesäß an, strecken die Hüfte, spannen die Beinmuskulatur an, strecken die Kniekehlen und haben wieder eine wunderbare Power hier in unserer Basis, in unserer Körperbasis. Die Arme und Schultergürtel sind ganz locker. Ja, spür, wie du hier Kraft und Energie in deinen Körper bringst. Gesäß anspannen, Hüfte strecken, Beine auseinander schieben, obwohl sie fest auf dem Boden stehen. Du baust hier nur die Kraft auf über Gesäß und Beinaußenseite. Und locker, locker, locker. Letzte Runde hier. Da sind wir schon wieder fast am Ende dieser Übungseinheit. Ein paar Minuten bleiben uns noch. Komm einmal nach unten zum Sitzen. Versuch das immer ohne abzuschwitzen. Nimm das Band mit dazu. Und mit gestreckten Füßen wollen wir noch einmal etwas für unsere Rückenmuskulatur tun. Das heißt, du legst einmal die Mitte des Bandes oberhalb der Füße, jetzt einmal außen herum und in der Mitte kommst du wieder durch, dass du das Band hier fixiert hast. Schling das Band ein, zweimal um die Hände herum, dann brauchst du nicht die ganze Zeit das Band zu halten und zieh mit der Ausatmung Ellenbogen und Schultern nach hinten. Das ist eine sehr schöne Übung. Du könntest auch, wenn du auf dem Stuhl sitzt oder auf dem Sessel, das Band um die Füße legen und hier für den Oberkörper eine Zugspannung aufbauen, dass du einfach mit dem Gummiband die Rückenmuskulatur kräftigst und auch eben mobilisierst.
Ganz, ganz einfach. Immer mit der Ausatmung, Bauchbeckenboden einziehen, Brustkorb flach, Ellenbogen, Schultern, Schulterblätter ziehen nach hinten weg. Trotzdem bleibt der Brustkorb flach gezogen. Also beachte, dass du den Fehler nicht machst, dass du hier den Brustkorb öffnest. Ja, also hier dieses Aufklappen meine ich, sondern dass hier die unteren Rippenbögen, die ziehen flach, während die Schultern aber nach hinten ziehen. Hier beim, deswegen die Ausatmung durch den schmalen Mund, dass die unteren Rippenbögen flach ziehen, da ist der obere Bauchanteil. Hier ziehst du flach und Schultern ziehst du nach hinten. Damit hast du die Streckung im Brustmuskel und die Kräftigung für den Rücken. Und für die Mobilisation machst du die Übung wechselseitig. Bauchbeckenboden einziehen. Einmal rechte Seite, einmal linke Seite. Passe gerne die Belastung des Bandes wieder an. Hier kannst du auch gar nichts falsch machen. Hier sollte die Schulter gut funktionieren. Eine Überlastung sollte hier ja, zu 99% ausgeschlossen sein. Ja, das heißt, du kannst ein paar mehr Wiederholungen machen. Das ist eine natürliche Bewegung. Und im Alltag kommt es ganz oft zu kurz. Zum einen dieses Ziehen, Kräftigung für die Rückenmuskulatur, zum anderen diese Drehung. Was du immer machen kannst, wenn du das Gefühl hast, boah, hier hätte ich ja viel mehr Kraft, ich bräuchte ein stärkeres Band, dann kannst du einfach das Band doppelt nehmen, über die Fußoberseite einmal in der Mitte herum und wieder zu dir heran. Das ist jetzt das doppelte Band. Kannst du einmal kräftig ziehen oder halt, wie gesagt, ein zweites Band. Alles ist möglich. Bauchbeckenboden einziehen, unteren Rücken nach hinten herausschieben und noch einmal wechselseitig. Jetzt auch schon ein wenig dynamischer und immer mit der Ausatmung durch den schmalen Mund. Brustkorb zieht damit flach und zack und zack und achte darauf, dass die Schulter wirklich immer so weit wie möglich nach hinten zieht und jetzt nicht schummelt, dass du jetzt hier nicht die Schulter nach vorn, sondern erst die Streckung und dann aufrechte Position ziehst und nach hinten, hast den Überblick, hast die Kraft, bringst die Schulter nach hinten, unten und kräftigst den Rücken und mobilisierst die schräge Rumpfmuskulatur. Zum Ausgleich, zum Ende in dieser Übungseinheit, legst du einmal das Gruppband weg, kannst dich entweder nach vorne sinken lassen, mit den Fingerspitzen etwas festhalten. Wenn dir das noch schwerfällt, kannst du dich auch mit den Händen an der Beinrückseite festhalten und hier so erstmal schön rundziehen, bisschen nach vorne ziehen, ja? Also je nachdem, wie deine Beweglichkeit ist. Du lässt entweder mit dem Oberkörper nach vorn sinken oder ziehen. Die Hände können wir hier sogar nutzen, um die Füße ein wenig zu massieren. Also einmal herumbiegen, die Zehen, einmal heranziehen, einmal die Füße kneten oder mit den Händen an der Beinrückseite festhalten und dich hier heranziehen, das Schulter- und Schulterblätter auch wieder nach hinten in die Mitte des Rückens gehen. Alles ist erlaubt. Und wenn du die Arme über Kreuz nimmst, letzte Runde, dann kannst du gleichzeitig noch die Schulterblätter in der Mitte des Rückens auseinanderziehen.